Servus zusammen. Wir schauen heute in das Spiel Silent Mementos rein. Das ist ein Free Game effektiv. Kann man auf der Webseite des Machers runterladen. Die habe ich unten verlinkt. Es ist tatsächlich so ein Konzept. Bezahl wie viel du möchtest. Ich habe es jetzt erstmal free runtergeladen. Sollte es mir zusagen und richtig gut sein, gibt es natürlich danach auch noch eine kleine Spende für den Macher. So kleine Leute, wenn die Großes leisten, sollte man definitiv unterstützen. Und dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Wurde mir empfohlen von meiner Frau. Okay, Settings passen. Wir bewegen uns mit WASD. Okay, um Türen zu öffnen, laufen wir einfach rein. Und wir haben immer eine Lichtquelle, das ist doch schon mal was. Na dann, geht's los. Mein Name ist Lucy. Ich habe einen Freund namens Nigel. Er macht Videoaufnahmen von alten, verlassenen Häusern für Auftraggeber. Kürzlich wurde er dafür angeworben, ein Haus zu inspizieren, das verlassen, das schon seit einigen Jahren verlassen ist. Normalerweise würde ich mir dabei nicht zu viel denken, aber jüngste Berichte von Leuten, die verschwunden sind in der Gegend, haben sie so ein bisschen skeptisch werden lassen und das wollte sie nicht. Okay. Hat mir gesagt, ich sollte mir keine Gedanken machen und versprochen, dass er wieder in einigen Tagen zurück sein wird. Sind jetzt schon 3 Tage und er ist noch nicht zurückgekehrt. Auch so die Versuche, ihn zu erreichen, waren ergebnislos. Also habe ich mich dazu entschieden, zu dem Haus zu fahren und zu sehen, ob alles okay ist. Als ich beim Haus ankam, war es ziemlich spät und es wurde noch schlimmer, weil es zu regnen begann. Glücklicherweise, obwohl das Haus verlassen war, für einige Zeit hat es einen ziemlich guten Eindruck gemacht und es gab überall Licht. Und ich dachte mir, dass Nigel noch da drin sein muss. Also bin ich sofort in das Haus gegangen, um nach ihm zu suchen. Okay. Wow, wow. Ganz schön krasse Maus-Sensitivität. Ja, das ist besser. Wir haben 2 Türen. Seltsam, die Tür ist nicht versperrt, aber irgendwas lässt mich nicht durch. What? Was zur Hölle ist passiert? Was ist mit der Tür? Okay, wir haben hier ein Videoband. Der Ausgang war direkt vor mir. Trotzdem konnte ich die Tür nicht öffnen. Was möchte sie noch von mir? Wenn das letzte, worum sie mich gebeten hat, war, ihren Unrat aufzuräumen. Also ich dachte, das wäre ihr Weg zu sagen, dass sie fertig ist, Spiele zu spielen und sie mich gehen lässt. Ich denke, sie hat noch eine letzte Sache für mich, was immer es ist. Ich werde es tun. Ich muss diesen Ort verlassen. Okay. Worüber spricht er da? Vielleicht kann der Film irgendwie Licht ins Dunkel bringen. Ja. Ah ja. Wir haben hier einen Projektor. So, ich muss den Film jetzt da reinpacken. Ah, den habe ich hier. Mit C geht man durch die Sachen durch. Ne? Dann gucken wir doch mal den Film an. Ah, wir steuern jetzt den Film. Okay. Wir haben einen Ball und eine blutige Hand. Viel mehr kann man hier nicht machen. Achso, also wie im Brief müssen wir hier jetzt
Mit Zeug aufräumen. Jetzt hier ist noch. Tür ist natürlich zu. Können nicht sprinten, okay. Ah, jetzt muss ich ja die Sachen durchgehen und da reinfluppen. Die Tür ist nicht auf. Hilf mir meine Spielsachen aufzuräumen, stand da noch an der Tür. Jetzt können wir hier raus. Okay. Damit endet der Film. Gehen wir jetzt hier durch die Tür? Ah ja, tatsächlich. Und, ah ja, genau. Es hieß, wir haben eine Lichtquelle, also haben wir hier eine Taschenlampe. Wieder so eine Schachtel. Verschlossen, wir brauchen einen Schlüssel. Na, dann suchen wir mal nach dem Schlüssel. Wird er bestimmt hier in der, ja, in der Box sein. Liebes Tagebuch. Daddy hat einen neuen Job für einen anderen Film und Mami ist Teil des Films. Das heißt, ihr wisst, was das bedeutet. Ein weiteres verlassenes oder einsames Paar nachts mit TV-Dinner. Wie ich das verstehe, muss die Arbeit, es muss für die Arbeit Dinge wie das Dinner und ähnliches gekauft werden. Aber es sieht so aus, dass sie sich mehr um die Filme kümmern und diese zu kreieren, als um mich. Vielleicht wäre es nicht so schlimm, wenn sie nicht so weit weg von der Stadt wohnen müssten. Naja, so in einem ziemlich weit abgelegenen Haus. Also dann könnte sie wenigstens mit anderen Kindern abhängen und spielen. Aber stattdessen ist sie hier in dem Haus gefangen mit sich selbst und ihren Puppen. Oh nein. Oh nein, Puppen. Ja, wir müssen auch den Schlüssel ausrüsten. Werde ich verrückt? Die Kamera hilft mir zu sehen, was sie möchte. Aber wenn ich den Film starte, fühlt es sich an, als ob mich irgendwas führt. Als würde ich wissen, dass ich die Sachen ausführe. Aber für irgendeinen Grund fühlt es sich nicht komplett so an, als würde ich es tun. Fast. Was? Ich möchte die Kamera fast nicht anfassen. Aber ich weiß, dass ich ohne es nicht vorankommen werde. Also ohne die Kamera. Okay. Müssen wir jetzt zurückgehen? Ah ja, müssen wir zurück zum Projektor. Dann spielen wir die nächste Episode, Nummer 2. Erzähl mir eine Schlafgeschichte. Okay. Okay, Rotkäppchen. Wir gehen erstmal hier lang. Hier geht auch auf. Badezimmer. Rotkäppchen und der böse Wolf. Und der böse Wolf, wie er dann Dings vom Rotkäppchen anhat. Oh no, what the fuck? Warum ist das jetzt hier so fucking dunkel? Okay. Ah.
Alter. So fucking Gänsehaut. Ich denke aber, wir müssen hier nach hinten laufen. Ich hoffe nur, dass das Spiel hier irgendwie sinnlos Jumpscares hat. Noch ein Zimmer. Okay, ich muss hier in der richtigen Reihenfolge hinzufügen. Aber mir fehlt noch eins. Jetzt das Licht wieder an. Boah, das war unangenehm. Hier ist noch immer zu. Wir haben noch nur drei, oder? Eins, zwei, drei. Ja. Hier kommen wir natürlich nicht lang. Vielleicht liegt hier ja noch, doch noch irgendwo was rum. Die ich übersehen haben könnte. Nee. Im Gang vielleicht. Okay. Aber nochmal durch. Ich würde das jetzt hier hinpacken. Das dahin und das dorthin. Mir fehlt trotzdem noch das letzte Sheet. Das letzte Sheet? Nö. Ah. Das ist echt ein bedrückendes Gefühl, das Spiel zu spielen. Geil gemacht, kann man nichts sagen. Und dann immer noch dieses Rattern von der Kamera, von dem Projektor im Hintergrund. Setzt einem schon irgendwie leicht zu. Und da muss man sich mal da reinversetzen. Man ist die Person, die nach jemandem sucht, die sich das Video anschaut, wie diese Person irgendwelche... Ah, da ist es. Irgendwelche Dinge macht. Ja, auch nicht sinnlos irgendwie uns hinhocken oder sowas. Dann gehen wir mal durch. Vielleicht so. 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 Ne. Das ist richtig? Also ist richtig. Und nun? Achso, jetzt darf ich natürlich hier raus, weil ich das Rätsel für sie gelöst habe. Eine gute Nachtgeschichte erzählt. Und dann bin ich in dem Raum davor. Also wir arbeiten uns quasi Schritt für Schritt, so wie er sich rausgearbeitet hat, arbeiten wir uns in das Haus rein. Das finde ich nicht so geil. So. Ist nix. Brauchen wir natürlich wieder einen Schlüssel. Dann würde ich fast behaupten, der Schlüssel ist hier hinten drin. Ah ja, das ist wieder das Häschen. Liebes Tagebuch. Kürzlich kam mir eine wundervolle Idee. Vielleicht probiere ich es, meinen eigenen Film zu machen. Für Mom und Dad. Vielleicht würde sie das dazu bringen, mehr Interesse daran zu haben, Zeit mit mir zu verbringen. Ich habe die Kamera meiner Eltern im Schlafzimmer gefunden. Ich werde meine Puppen aufnehmen, wie die Stars im Film sein werden. Die Kamera nimmt leider keinen Ton auf. Also werde ich versuchen, den Ton während der Vorstellung zu kreieren. Wie auch immer, wenn ich damit fertig bin, plane ich eine Überraschung für Mom, indem ich es in ihrer Juwelenbox verstecke. Wir werden definitiv den Film mögen. Ist über eine Familie, die in einem magischen Haus und lebt und
die ganze Zeit miteinander Spiele spielt und sowas. Gut, an die Arbeit und dann machen wir den Film. Okay. Hier sind ihre Darsteller quasi. Hier ist zu. Die meisten Räume sind für sie uninteressant. Was war das? Ich hoffe, das war nur der Wind. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Dieser Ort ist hinter dem, was Leute sehen, also als übernatürlich ansehen. Wer auch immer dieses Haus kontrolliert, kontrolliert Ort und Zeit. Es fühlt sich fast so an, als ob ich schon den ganzen Tag hier bin und trotzdem ist es immer noch dunkel und es regnet. Und es sieht so aus, als ob es auch nicht da aufhören wird. Finde ich nicht gut, denn wir sind hier drin. Es ist dunkel und es regnet. Das heißt, effektiv sind wir jetzt in so einer ähnlichen Sache wie er gefangen, nur dass wir uns jetzt halt anschauen können, was er tut. Okay, nächste Runde. Billardtisch, was muss ich machen? Gar keine Anweisung? Wahrscheinlich im Moment, wo er das erste Mal da runter in den Keller gegangen ist und hat hier das gefunden. Nur mit einem Feuerzeug ausgerüstet ist halt auch einfach nur. Na gut, wir gehen mal wieder mal um die Türen, ne? Lass uns ein Spiel spielen. Okay. Die schwarze 8. R T M. Ah. Hier stehen überall Buchstaben. Puzzle. Was heißt das? Das Bedrückende, dass hier jederzeit irgendwas passieren könnte, aber bislang hat das Spiel nicht den Anschein gemacht, als ob irgendwie so sinnlose Jumpscares und sowas kommen. Das ist schon richtig gut. Kann man etwas Großes erwarten, aber das Rätsel selbst verstehe ich nicht so gut. Hier nochmal. Let's play game. So, wir gehen mal hier runter. Haben in so, wir müssen hier die Buchstaben anklicken. Wenn es richtig ist, bleiben die weg. Oh, ich habe sowas geahnt. Was ist das? Wie? Mal anfangen? Nee.
Die. Ja, auch nicht. Das ist schon mal nicht behind. Die. Beru. Beirut. Buried. Okay. Soll ich jetzt hier hingehen und sie ausbuddeln? Okay, dann ist ja noch ein Buchstabe. Oder? So, wir können die Buchstaben gar nicht mehr anklicken. Buried, ist verbuddelt. Ja. Hier wird sie da unten drin verbuddelt sein. Jetzt dürfen wir raus. Es tut mir leid. Aber unsere Spielzeit ist noch nicht vorbei. Ist dunkel laufen. Oh, Gänsehaut. Und bitte lass mich einfach in den Raum kommen. Oh, Dankeschön. What? Mal wieder einen Schlüssel finden. Das ist uncool. Könnte denn der Schlüssel liegen? Sieht so aus, als ob hier irgendwas verbuddelt wurde. Soll den Schlüssel dafür finden? Gut, dann schauen wir uns mal im Haus um. Könnte das denn sein? Hier kann man nicht lang. Können wir nicht lang? Können wir nicht lang? Okay. Wenn ich jetzt hier durchgehe, bin ich dann wieder im Keller? Nö. Könnte der Schlüssel sein? Ach, ich hab nicht. Oh, ich, ja. Na, dann buddeln wir mal aus, was hier verbuddelt ist. Ich meine, das ist ihr Freund oder so. Oh no, das ist Nigel. Es sieht aus, als ob er schon ewig tot ist, aber wie kann das sein? Wer war die Person, die die Filme aufgenommen hat? Liebes Tagebuch, ich hasse Mutter und Vater. Ich dachte, sie würden meine Filmüberraschung lieben. Aber nein, stattdessen hat mein Vater mich angeschrien, dass ich wichtiges Material von ihm überschrieben habe, von dem vorherigen Film. Und Mutter war sauer auf mich, weil ich die Juwelen im Garten verbuddelt habe und so Platz für den Film in der Box zu machen. Ich habe ihnen gesagt, dass es mir leid tut, aber stattdessen waren beide, Mutter und Vater, einen harten Schlag, gaben sie mir einen harten Schlag auf mein Kinn
Also hat eine Ohrfeige quasi bekommen und wurde in mein Zimmer geschickt ohne Essen. Wir haben nicht mal dran gedacht, den Film anzuschauen, an dem ich so hart gearbeitet habe. Ehrlich gesagt, ist es mir langsam egal. Ich wünschte, ich könnte einen neuen Mutter und Vater bekommen. Oder wenigstens Leute, mit denen ich spielen kann, die mich nicht verletzen. Oh shit. Ahne, worauf das hinausläuft. Ich hoffe, dass das zu schreiben mich konzentriert hält. Ich habe getan, worum sie mich gebeten hat, aber anstatt sie mich gehen lässt, hat sie entschieden, mich im Keller einzusperren. Für wer weiß wie lange. Und das nächste, was ich weiß, dann ist, dass eine Super 8 Kamera von mir aufgetaucht ist aus dem Nichts. Was möchte sie von mir mit diesem Ding? Ist das eine Art Spiel von ihr? Okay. Oh shit, das war davor nicht. Oh shit. Geht jetzt hier ab. Ei, das Spiel hat eine ganz unangenehme Aura. Also irgendwas daran ist so, dass ich hier ständig so Anfälle von Gänsehaut kriege. Richtig gut gemacht. Liebes Tagebuch. Ich habe großartige Nachrichten zu teilen. Nach dem, was passiert ist, neulich passiert ist, haben Mutter und Vater mich mit in die Stadt genommen. Da sie mir nicht mehr vertrauen, die alleine zu Hause zu sein. Ich ha hasse sie noch immer, aber immerhin nehmen sie mich mit in die Stadt und ich war in der Lage, andere Leute zu treffen. Dieser wunderbare Mann, der mir gesagt hat, ich sollte fröhlicher sein und in mein Haus kommen möchte, um mit mir zu spielen. Er hat sogar gesagt, er könnte mir eine neue Mutter und einen neuen Vater besuchen. Ich habe ihm gesagt, wo ich lebe. Also habe ich auf seine Ankunft gewartet. Wir werden so viel Spaß haben und ich werde ihm meinen Film zeigen oder vielleicht können wir auch einen zusammen machen. Ich kann es kaum erwarten. Ja, das klingt, als ob das für die Kleine nicht so gut ausgegangen ist. Oh. Ja, hallo. Ich hatte Spaß mit dir zu spielen. Und ich habe dir versprochen, dich gehen zu lassen. Nur oh, es wird immer dunkler. Nur eine letzte Sache. Oh. Du hast mir dabei geholfen, einen neuen Vater zu bekommen. Aber ich möchte auch eine neue Mami. Holy shit, es ist genau das, wie ich es gedacht habe. Vor allem sind die Sachen simultan abgelaufen, während sie sich angeguckt hat. Das macht einen gerade richtig fertig. Großartiges Spiel. Also für so ein kurzes, prägnantes Game. Gut durchdacht. Auch visuell ansprechend. Klar, die Engine ist immer so eine Sache, ne? Wenn man da so jemand ist, der sagt, oh, ich muss die High-End-Grafik haben, aber war richtig gut. Auch auf Details geachtet, dass das alles stimmig ist. Und allein bei dem Gedanken, wie das da so abgelaufen ist, ich habe gerade
richtig kranke Gänsehaut auf dem Rücken. Das hat, glaube ich, noch kein einziges Spiel bei mir geschafft. Also die meisten erschrecken einen so Jumpscare, buhu, aber das war auf eine psychologische Art und Weise einfach nur abfuckt. Ja, vielen Dank an die Familie und die Leute, die dabei entwickelt haben. Ja, großartig habt ihr das gemacht. Bitte gern geschehen. Und wie versprochen, werde ich nachdem das hier vorbei ist, auch definitiv auf die Seite gehen und das Spiel unterstützen, weil jemand, der ein so großartiges Werk ohne Unterstützung machen konnte, wer weiß, was er produzieren kann, wenn er noch ein bisschen Unterstützung kriegt. Und wenn euch das Spiel auch gefallen hat, ihr müsst ja vielleicht nicht unbedingt spielen, aber gebt dem Mann eine Chance oder dem Entwicklerteam. Lasst ein, 2 € dort. Und dann können wir in Zukunft vielleicht noch viel großartigeres Spiel von denen erwarten. Ja, das war's in dem Fall mit Silent Mementos. Hat mir Spaß gemacht, hat mich aber auch abgefuckt. Großartige Empfehlung. Geht auch in dem Moment ein Dank an Corrupted raus, weil über den hat es meine Frau in Erfahrung gekommen, dass es das Spiel gibt und so kam es zu mir. Ja, großartig. Ich danke euch an der Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze zugesagt hat und ihr mehr von wieso was möchtet, lasst gerne einen Like da und einen Kommentar. Und wenn nicht schon gemacht, auch das Abo dalassen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und in dem Sinne, haut da rein.